Ich habe mich heute bewusst entschieden, ein Thema zu nehmen, was nicht auf Daten und anderen Sachen basiert, sondern ein Thema, was ich über das divergente und konvergente Denken im Umgang mit Athleten ja, erschöpfen soll. Und ich möchte euch da einfach mal mit auf die Reise nehmen und bin auch gespannt auf euer Feedback, wie ihr das aufnehmt und ob das für euch in irgendeiner Weise spannend ist. Vielleicht noch kurz vorab zu meinem sportlichen Hintergrund. Ich habe während meines Studiums selber durchaus ambitioniert, aber nicht so erfolgreich Triathlon betrieben mit 1-2 Starts in der Bundesliga und bin dann während dem Studium relativ früh in die Arbeit am Olympiastützpunkt Heidelberg mit reingerutscht und durfte dort in der Laktatdiagnostik vielfältige Erfahrung sammeln mit den dort ansässigen Sportarten. Und das ist sozusagen die Basis, bis ich dann irgendwann Laura kennenlernte und wieder den Schwung zurück ins Training fand. Und Laura bis dahin begleiten durfte. Heute zählen nicht nur Laura, sondern auch der Sebastian Kienle oder ein Yannick Schaufler oder ein Florian Angert zu meinen erfolgreichsten Athleten, die da draußen unterwegs sind. So, aber jetzt möchte ich euch gar nicht weiter mit meiner Biografie langweilen. Es geht los und zwar damit, um was es heute nicht geht. Es wird heute eben nicht um Daten gehen. Es geht nicht um konkrete Handlungsanweisungen. Es geht nicht darum, eine Blaupause dessen zu schaffen, was ich da draußen mache. Es geht mir auch nicht darum, in irgendeiner Weise den mahnenden Zeigefinger zu haben, sondern es geht mir darum, das seht ihr hier, darum, Denkweisen eines Trainers zu teilen. Und da bin ich auch gespannt, wie eure Denkweisen dort sind. Es geht darum, das eigene Handeln als Trainer zu reflektieren und zu überlegen, wo Potenziale für unsere Arbeit als Trainer liegen können. Und das ist, glaube ich, das, woran es allen gelegen ist, es geht darum, einen qualitativ hochwertigen Trainingsprozess für einen Athlet, eine Athletin zu organisieren und diesen zu begleiten, das möglichst professionell. Und genau auf diesen Weg möchte ich euch jetzt ein Stück weit mitnehmen. Meine erste These lautet: Ordnung schaffen ist die elementare Tätigkeit des Trainers. Das klingt erstmal ziemlich banal und ich glaube, dass viele sich mit diesem Ordnung schaffen vielleicht gar nicht so erstmal identifizieren können. Was heißt das? Ist es das Aufräumen von Büchern im Regal? Ist es das Reinemachefrauen der diejenigen, die vielleicht das Haus, die Wohnung reinigen? Allen gemeinsam ist auf jeden Fall, dass es hinterher irgendwie einen Effekt davon gibt, dass es sich wieder sauberer anfühlt. Und es wird sogar berichtet, dass vor allen Dingen die Reinemachefrauen auf jeden Fall ja, so etwas wie Ordnung schaffen für die anderen. Und dieses Ordnungsgefühl oder dieses Ordnungsdenken, das hilft enorm. Und wie wir in dieses als Trainer in dieses Ordnungsdenken reinrutschen können und welche Qualitäten da für uns wichtig sind, das möchte ich jetzt Schritt für Schritt erarbeiten, bevor ich überhaupt auf das Thema konvergentes und divergentes Denken komme, da ich glaube, dass dies erstmal ein Vorläufer davon ist. Im Endeffekt bedeutet für mich, dass Ordnung immer gleich damit einhergeht mit Kohärenz. Und das habe ich versucht zu formulieren. Und zwar, Kohärenz im Training ist kein hehres Ziel, sondern ganz einfach die Art und Weise, wie einer von Training zu Training gelangt. Also, was passiert heute und was trainiert der Athlet morgen? Das ist für gar keine so simple Antwort. Also, das heißt, ich kann heute einen Plan schreiben, der sich über 4, 5 Jahre erstreckt, wie ich über den nächsten Olympiazyklus komme. Das lässt sich alles relativ easy runterschreiben. Aber dann kommt man eben doch zu der Frage, wie funktioniert die konkrete Trainingsantwort für den nächsten Tag? Wie messe ich Ermüdung? Wie komme ich weiter? Welches Training ist tatsächlich das Richtige für den nächsten? Und wie ich von Training zu Training gelange, lässt sich bis ins Detail eine Ordnung erkennen, dann spreche ich tatsächlich von Kohärenz. Sollten die Strukturen im Training irgendwie auf Beliebigkeit hindeuten, dann fehlt mir Kohärenz im Training. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Annahme, dass Ordnung nicht dadurch entsteht, dass ich ein Ordnungssystem schaffe, in Assum oder was auch immer, sondern es ist immer die Reaktion darauf. Und diese Reaktion ist eine Interaktion mit euch als Coach, so wie ihr da draußen unterwegs seid.
Und eben nicht ein Plan, der über die nächsten 4 Jahre irgendwie ausgerollt ist, oder auch nicht über die nächsten 3 Monate, sondern es ist tatsächlich eine Kohärenz, die entstehen muss aus der Interaktion zwischen Trainer und Athlet. Und da kommen noch mehr Faktoren hinzu. Genau. Schauen wir uns das mal an, auf welchen Ebenen wir als Coaches Ordnung schaffen können. Ich habe das einfach nur mal stichwortartig begonnen. Dabei sind wir ja bei ganz simplen Ebenen erstmal eine physiologische Leistungsfähigkeit, eine psychologische Leistungsfähigkeit. Man kann auch erstmal einfach nur sagen, psychologische, dass dort keine Abweichungen oder Dissonanzen stattfinden. Ja, in der technischen und der motorischen Ausbildung, im Material, wir können das im Triathlon, glaube ich, unendlich spinnen, wie übrigens auch in fast jeder anderen Sportart. Wenn wir an Fußball denken, sind wir bei ganz ähnlichen Leistungsfaktoren, wo wir dann natürlich noch eine Mannschaft oder so mit hinzudenken müssen. Genau. Über dieses Ordnung schaffen komme ich zu den ja, Schlüsselfaktoren eines erfolgreichen Trainings. Für mich sind diese Faktoren eines erfolgreichen Trainings vor allen Dingen diese drei, die ich hier anführe, und zwar eine Information, eine Qualität in der Information. Das heißt, ich muss mit dem Athleten in einem Austausch sein. Das kann einmal die Information über die Garmin-Uhr sein. Das kann die Qualität der aufgezeichneten Herzfrequenz sein, die beispielsweise nicht am Handgelenk aufgezeichnet werden kann, wenn sie eine Qualität haben sollte, sondern das ist einfach Schrott, wenn jemand damit läuft. Also das heißt, dort muss ich überall auf Qualität achten. Wie gut funktioniert die Rückmeldung meiner Athleten zu mir? Wie groß ist das Vertrauen, dass meine Athleten tatsächlich auch in prekären Situationen mir Informationen zugutekommen lassen, die ich wiederum in den Trainingsprozess einfließen lassen kann? Auf dieser Qualität der Information beruht dann wiederum die Qualität in der Entscheidungsfindung. Die Qualität in der Entscheidungsfindung ist immer dem unterlegen. Das heißt, es ist unterliegt dem Diktat der Information. Und daraus wiederherum setzt sich die Qualität der Umsetzung ab. Ich glaube, auch wenn das jetzt hier an dieser Stelle banal ist, ist es immer wieder wichtig, diese Dinge für sich herauszupicken und um zu überlegen, an welcher Stelle im System bin ich beispielsweise gerade sehr, sehr gut und an welcher Stelle habe ich Potenzial, besser zu sein. Auch damit lassen sich, ja, wie ein Detektiv, ja, Gelenkstellen in der Zusammenarbeit mit Athleten tatsächlich herausfinden. Und damit lassen sich auch ansatzweise, wenn wir Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Training das nennen, auch Schlüsselfaktoren oder Schlüsselqualifikationen eines Trainers herausarbeiten. Nämlich, die sind Informationsverarbeitung in einem sehr vielfältigen Punkt. Das heißt, wenn ich das annehme, dann muss ich mich mit dem Athleten in den Dialog begeben, aber ich muss auch mich um die Daten des Athleten kümmern. Ich muss mich um sein Wohlbefinden in einer Art und Weise damit beschäftigen. Das kann auf der einen Seite sehr, sehr weit gehen. Es kommt immer auf das Konstrukt an, was ihr dort habt, was bei mir sehr weit gehen kann, eben mit den Profiathleten. Die Entscheidungsfindung findet im besten Falle natürlich im Gespräch mit dem Athleten statt. Und auf der anderen Seite seid ihr als Coaches natürlich dafür gebucht, Entscheidungen auch für den Athleten abzunehmen und diesen Plan zu haben. Und ich glaube, das ist spannend, wirklich über diese Day-to-Day-Entscheidung auch nochmal zu kommen, der die tatsächlich auch ein Qualitätsmerkmal im Training ist. Und schlussendlich die Umsetzung, da habt ihr die Kontrollfunktion oder auch die Ausbildungsfunktion. Genau. Machen wir weiter. Und zwar genau dort, wo es um die Trainerkompetenz geht. Und da habe ich versucht, im Prinzip einen Kreislauf aufzumachen. Dieser Kreislauf der sogenannten Trainerkompetenz, ich habe das jetzt mal versucht, so zusammenzusetzen. Ein Trainer hat so eine Art Werkzeugkasten. Ein Trainer, der für Probleme quasi nur ein Werkzeug hat, für den sieht jedes Problem ja wie ein Hammer aus. Das ist auch ein häufig, Entschuldigung, wer das Problem nur den Nagel kennt, oder das Werkzeug nur ein Hammer hat, für den sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Aus dieser Idee heraus muss ich einen Trainer einen möglichst breiten Werkzeugkasten aufmachen, sodass er für möglichst unterschiedliche Probleme unterschiedliche Werkzeuge herausziehen kann. Ein schönes Beispiel sind dafür Trainer, die quasi denen nachgesagt wird, dass sie quasi nur auf einen Athletentypen funktionieren. Das heißt, sie funktionieren nur als Feuerlöscher oder sie funktionieren nur für Frauen oder sie funktionieren nur für was auch immer. Dort würde ich dann beispielsweise von mir aus sagen, okay, da ist die Werkzeugkiste nicht groß genug ausgebildet. Auch meine Werkzeugkiste versuche ich, so gut ich kann,
so schwer wie möglich zu beladen, dass ich wirklich einen Haufen Werkzeuge für das noch so kleine Problem zur Verfügung habe, da ich davon ausgehe, dass wenn ich das falsche Werkzeug verwende, dass ich einfach langsamer unterwegs bin. Und Weiterentwicklung wird auch an Geschwindigkeit gemessen. Und wenn ich diese Geschwindigkeit hochhalte mit Athleten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich der Athlet in seiner Lerngeschwindigkeit schneller entwickelt als andere. Die nächste Dimension im Kreislauf ist es, dass ich als Trainer Angebote mache. Mir ist ganz wichtig, dass es keine Vorgabe ist, sondern ich mache ein Angebot und es beruht auf der Freiwilligkeit. Da sind wir das erste Mal da drin, dass wir in diesem sogenannten Ordnungsschaffen sind. Was ich sage als Trainer, ist das Ordnungsprinzip dort, dass ich mir das anschauen kann. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt oder wieder zum Ursprung davon, nämlich, dass ich als Trainer Ordnungen erkennen können muss. Ganz klassische Sache, die wir im Triathlon haben, Athleten, die, ich nenne das immer ganz gerne GR2-Bug, die ganz viel um die Schwelle herum trainiert haben, die null Flex im metabolischen System haben, Athleten, die in dem Sinne zwischen Schwelle und der VO2 Max ein minimales Gap nur noch haben, das heißt, jede Renn-Dynamik wird ihnen abtrainiert. Genau das Gleiche gilt dort eben auch für die Versorgung, ob mit Kohlenhydraten oder Fetten, das heißt, die Athleten sind sehr eindimensional aufgestellt, das heißt, sie sind eigentlich so gebaut oder so haben sich so trainiert, dass sie eigentlich nur noch eine Geschwindigkeit können. Wenn die dann zum Sieg reicht, ist cool, aber Dynamiken abzubilden ist sehr, sehr schwer. Das habe ich auch als Spurenlesen genannt, weil ich, wenn ich einen neuen Athleten habe, mich auf Spurensuche begebe. Was bekomme ich zu greifen von diesem Athleten? Wo kommt er her? Wie bewegt er sich? Welche Stärken und Schwächen hat er? Stärken und Schwächen wirklich sowohl auf physiologische Art und Weise, aber auch wie funktioniert er im Training? Welche Motivation braucht er? Wie ist seine Eigenmotivation? Und dann bin ich in diesem Kreislauf aus Trainerkompetenz, Ordnung schaffen, Ordnungen erkennen. Und auch da kommt wieder noch zu den Werkzeugen eine zweite Sache, die ich mir gerne mit anschnalle, sind nämlich die Qualitäten, die ich als Trainer mit in diesen Prozess einbringen kann. Das kann eine Fähigkeit zum Dialog sein, zu der ich auch nochmal separat ein Webinar anbieten möchte. Oder es kann so etwas sein, wie ich zum Beispiel im positiven Bestärken mit dem Athleten unterwegs bin. Oder ein Bewegungslernen, wie kann ich tatsächlich bei einem Athleten Bewegungen mir selbst ansehen und dann daraus Rückschlüsse ziehen, wie ich mit ihm weiterarbeiten möchte. Nämlich daraus kommt wieder das nächste Ordnung schaffen. Also mit welcher Struktur baue ich beispielsweise einen Athleten dann im Laufen, im Schwimmen oder im Radfahren weiter aus, dass er motorisch vielfältiger wird. Und aus dieser motorischen Vielfalt entsteht wieder ein Raum, den ich physiologisch zum Beispiel füllen kann im Laufen. Also wenn ich eine höhere Schrittfrequenz ermöglicht habe und eine bessere Lauftechnik, dann habe ich die Chance, das wiederum physiologisch zu füllen und damit auch einen schnelleren Athleten zu generieren. Damit komme ich jetzt nun endlich zu dem Thema konvergentes und divergentes Denken im Prozess. Ihr habt es jetzt gesehen, dass ich einmal dieses Dreieck meiner Meinung nach der Kommunikation mit Athleten aufgebaut habe oder auch die Kommunikation in meinem Selbstgespräch. Und jetzt geht es darum, dass ich als Trainer zwei verschiedene Denkstrukturen in meinen Augen beherrschen muss. Nämlich einmal das auf den Punkt Gedachte, die Entscheidung präzise fällen zu können und auf der anderen Seite mit der Streuung umzugehen. Das konvergente Denken ist beispielsweise sehr, sehr, sehr wichtig, wenn es um einen Auswahlprozess geht, wobei davor so etwas wie ein divergentes Denken angeschlossen sein oder vorgeschaltet werden müsste in meinen Augen, um zum Beispiel erstmal wie ein Trichter alles aufzunehmen, was da draußen unterwegs ist. Es ist egal, was sich gerade entwickelt, ob es die ganzen Atemgaspots sind, die jetzt so langsam wachsen. Wir können davon ausgehen, dass in den nächsten 5 Jahren sicherlich eine adäquate Spirometrie irgendwie mobil möglich sein wird. Und wir daraus filtern müssen, was wir tatsächlich in unseren Trainingsprozess hereinlassen und was dann im Endeffekt Weg in unsere Werkzeugkiste oder auch in mein Qualitätenrepertoire als Trainer den Niederschlag findet.
das Gleiche ist, wir haben mit Instagram und anderen Medien ein extrem divergentes Außenbild. Das heißt, es kommen eine Riesenstreuung auf unsere Athleten zu. Die sehen bei anderen Trainern was, die sehen bei anderen Athleten was. Und in dem Fall muss ich mit einer sehr divergenten Umwelt umgehen und diese wieder in meinen Prozess einführen und da zum Beispiel überlegen, welche Sachen möchte ich mit aufnehmen oder in welchen Sachen beharre ich zum Beispiel auf meinen Standpunkt, auf meinen Weg, den ich dort gestaltet habe. Deshalb möchte ich euch erstmal mitnehmen, dahin, dass es, ja, was die Qualität des konvergenten Denkens sein kann. Aus konvergenten Denken entsteht quasi so etwas, ja, 1+1, ein Baustein auf den anderen. Es entsteht eine Klarheit für den Athleten. Es ist eine lineare Klarheit für ein paar Wochen. Da geht's lang. Wir haben abgemacht, die V2 wird verbessert. Also wird jetzt die nächsten Wochen daran gearbeitet. Für den Athleten entsteht daraus sowas wie eine Freiheit von einem Widerspruch. Das heißt, für den Athleten entsteht neben Klarheit eben auch so etwas wie ein Quiet Mind. Es gibt keine Frage danach. Wir haben die Sicherheit übernommen. Es geht nur noch um eine Planerfüllung, um Arbeiten. Das, was wahrscheinlich 90% der Arbeit der Athleten erstmal ausmacht. Sie trainieren und sie haben repetitive Strukturen, die meistens tatsächlich herzlich unspektakulär sind, die dann erst im Wettkampf zur Aufführung kommen und dort vielleicht spektakulär sind. Aber häufig sieht der Alltag wesentlich weniger spektakulär aus, als es uns Bilder nach außen weiß machen wollen. Konvergentes Denken folgt einer ganz klaren Logik. Das heißt, wir sind Schritt für Schritt, wir suchen nicht, wir sind einfach nur lösungsorientiert und bauen das Haus. Deshalb auch für mich die Stoppuhr als Symbol auf der anderen Seite. Kommen wir zur Qualität des divergenten Denkens. Das ist, glaube ich, der weit spannendere Punkt für uns Trainer. Und zwar, wir müssen damit umgehen, dass wir eine Umwelt bekommen mit Athleten, die sich permanent verändert. Da ist die erste Grundannahme, dass das Lernen eines Athleten, in der beziehe ich mich hier explizit auf das motorische Lernen, aber auch noch ganz klar auch auf die physiologische Leistungsfähigkeit. Das ist niemals linear. Ein Aufbau davon findet nicht linear statt. Im Gegensatz zu vielen, was da draußen in der Trainingswissenschaft da ist, dieses unsägliche Modell der Superkompensation beispielsweise, dass es sich immer um eine stufenweise höhere Entwicklung hat. Ich glaube, da sind so viele Faktoren drin, die damit dranhängen, die völlig gegen eine lineare Weiterentwicklung sprechen. Deshalb ist hier divergentes Denken angesagt. Erfolge sind grundsätzlich in meinen Augen mehr als die Summe der Einzelteile, sondern es ist tatsächlich, dass ein Gesamtbild entsteht, was zusammenwirkt, vielleicht wie ein Kunstwerk, wie ein Orchester, was einen Zusammenklang hat. Und erst dann entsteht in der Summe eine Leistung, die wir als virtuos bezeichnen. Das kann ein Hawaii-Erfolg von einem Jan Frodeno sein, es kann gelungenes olympisches Rennen sein, es kann aber auch einfach ein Athlet sein, selbst wenn der auf Platz 10, auf Platz 20 reinläuft, der hat es geschafft, quasi seine bestmögliche Leistung dort zu erbringen. Weitere Qualität des divergenten Denkens ist es, wie bringe ich als Trainer, der Einfluss auf den Alltag der Athleten hat, auch tatsächlich so etwas wie Körper und Geist zusammen. Auch dies funktioniert weit abseits von konvergentem Denken. Es gibt es nicht. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, Athleten, die 20 Stunden pro Woche trainieren, haben beispielsweise 20 weitere Stunden Zeit, um einer normalen Tätigkeit nachzugehen. Könnte man die Supermarktkasse nehmen oder was auch immer, oder kümmert euch 20 Stunden darum. Wer mal mit Profi-Athleten zusammengearbeitet hat oder auch mit Altersklassenathleten, wird merken, dass da ein riesengroßer Unterschied dazwischen ist. Also das heißt, es ist eine Interaktion, Dinge, die zusammengebracht werden müssen, die empathisch verstanden werden müssen, bevor ich da drin eine klassische Day-to-Day-Entscheidung, die auf dem konvergenten Denken, also die dann quasi eine logische Schlussfolgerung ist, treffen kann. Das heißt, da gehört ganz viel Verständnis und Blicköffnung dazu, um das zu verstehen. Nächster Punkt, von Martin Buber natürlich entnommen, dass das Ich am Du wächst. Der Athlet wird immer in den Situationen wachsen, in die er reinkommt. Das ist ganz gleich, oder nicht nur der Athlet, sondern ich lerne davon auch selbst Tag für Tag. Ihr lernt, ihr kommt gar nicht darum herum, in der Interaktion mit den Leuten positive Erfahrungen zu machen, wie ihr weiterkommt damit. Und dieser Spiegel,
der euch dort vorgehalten wird, ist, glaube ich, enorm wichtig. Aber der kommt permanent, der kommt auf, der prasselt auf euch ein und der kommt nie in der logischen Schlussfolgerung, weil ihr es mit Menschen zu tun habt. Das heißt, ihr seid immer in der in dieser Wechselbeziehung Mensch und Natur, mit denen ihr zusammen unterwegs seid. Genau. Dann im divergenten Denken ist es auch spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Parameter aufführen würde, die ich alle bei einem Athleten verbessern möchte, dann bin ich bei dem Prinzip, dass ich ihn ganz schnell auch überfordere. Spannend ist es, man könnte ja zum Beispiel annehmen, bei einer Verletzung sei es sinnvoll, zum Beispiel zu sagen, jawohl, ich kann jetzt nicht laufen, also schwimme ich, was das Zeug hält und fahr Rad, was das Zeug hält. Die spannende Sache ist die, der Körper braucht Zeit zum Heilen. Wenn ich es schaffe, tatsächlich auch in den Sachen zurückzustecken und dem Körper die Möglichkeit gebe zu heilen, werde ich auf der anderen Seite durch eine Reduktion in den Sachen tatsächlich eine Beschleunigung im Gesamtsystem erfahren. Ich glaube, mit diesen Offenheiten, die ich hier beschreibe, fällt es den allermeisten extrem schwer umzugehen. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist es wichtig, sich als Trainer über genau dieses divergente Denken auszutauschen. Letzter Punkt ist gleichzeitig wieder ein ganz, ganz wichtiger. Wir befinden uns in einer Spirale von Innovationen, die genial sind für unseren Sport. Es ist egal, ob wir uns mit CDA-Metern auseinandersetzen dürfen, ob wir Atemgasanalyse haben oder wie ich jetzt hier auf dem Bild rechts in der Hand mein Handy habe mit einer Wärmebildkamera. Die Dinge dürfen niemals Selbstzweck werden. Wir müssen immer überlegen, welche Message ich damit meinem Athleten weitergeben möchte. Beispiel nehmen wir die Wärmebildkamera. Die Wärmebildkamera an sich ist nichts Neues. Inzwischen gibt es sie halt eben in klein. Ich nutze sie tatsächlich als Gesprächsanlass. Das heißt, es geht darum, eine Problematisierung zu finden mit einem Athleten, beispielsweise nach einem Lauf, der mir ein gewisses Bild zeigt und ich kann ihm hinterher zum Beispiel zeigen, dass gewisse Teile der Muskulatur wärmer sind als andere oder das Knie und damit zum Beispiel Verständnis für meine Krafttrainingsübungen wecken, die ich dann habe. Und damit habe ich wieder etwas geschaffen, nämlich Verständnis für das, was ich den Athleten antragen möchte, dass er etwas verändert. Und Veränderungsprozesse sind, das weiß, glaube ich, jeder, nicht immer einfach. Das hatten wir schon mal, die Folie. Jetzt habe ich nur ein anderes Bild und habe das ein bisschen variiert. Wann gewinnt divergentes Denken Einfluss auf die einzelnen Sachen? In der Qualität der Information geht es schon los. Das heißt, je weiter es mir gelingt, in eine Offenheit zu kommen mit meinem Athleten, in eine Offenheit von dem, was ich erfahren kann, was ich wahrnehmen kann, was ich an Zahlen aufnehmen kann, was ich aber auch an Schwingungen, an Emotionen, an Informationen aus seinem Leben außen herum mitbekommen kann. Mir ist klar, dass das bei mir als Profitrainer mit wenigen Athleten sehr, sehr viel intensiver sein kann, als das zum Beispiel bei einem Altersklassentrainer, der 200 Leute trainiert. Aber diese Information kommt immer über einen divergenten Kanal zu uns. Und ich habe dann wieder die Rolle als Trainer, in der ich mir überlegen kann, auf welche Information ich davon zugreife. Es gibt natürlich ganz klare Grenzsituationen, wo ich dann nichts mehr zu tun habe, aber es gibt Informationen, die für mich als Trainer sehr, sehr wichtig sind, die weit abseits des Messbaren liegen. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Streuung für mich, bei mir zum Beispiel über das Omega Wave. Ich sehe inzwischen bei einigen Athleten 1-2 Tage, bevor sie krank werden, tatsächlich, dass sie krank werden und kann im Training schon reagieren. Das gelingt noch nicht immer, aber wenn die Messungen gut sitzen, habe ich die Chance, einen Athleten rechtzeitig aus der Last zu nehmen. So geschehen zum Beispiel mit Yannick Schaufler diesen Sommer. Und dadurch entsteht Qualität in der Entscheidungsfindung, nämlich ob am nächsten Tag tatsächlich ein Training stattfinden darf oder nicht. Aus dem Divergenten kommt weiterhin die Qualität der Entscheidungsfindung, die dadurch beeinflusst werden kann, indem ich eine Vielzahl mit aufnehme und die wie in meinen Trichter einlaufen lassen kann, um zu überlegen, wie tatsächlich eine Entscheidungsfindung im Tag für Tag stattfinden kann.
weiter geht es auch immer dann über die Qualität der Umsetzung. Wenn ich die Umsetzung quasi, ich habe eine Anleitung, ich könnte mir jetzt für einen Athleten Zeit nehmen und mit ihm arbeiten, aber dort wird es auch immer so sein, dass ich immer erst dann zu einer Qualität gelange, wenn ich einmal etwas Neues lerne, wenn ich dann das Ganze zum Beispiel in den Assessment-Prozess überführe und wieder prüfe, bis tatsächlich so etwas wie einen Status erreicht ist, mit dem ich zufrieden bin. Und dieses Zufriedensein ist tatsächlich auch eine spannende Frage. Da sind wir bei dem Thema Ausbildung, was wir übrigens mit Kick-Ass Sports demnächst für mehr Leute verfügbar machen. Nämlich wie weit in unserer Sportart Ausbildung einen viel zu geringen Faktor spielt. Das heißt, wir haben zwar, wir beschäftigen uns zu 90%, vielleicht manche Leute zu 99% mit der Bewegung selbst, indem wir sie ausüben, aber sie mehr oder weniger in unserem Geist keine Rolle spielt. Und das wäre auch wieder ein gutes Beispiel für eine Öffnung im Denken, um dann im Endeffekt wieder ein anderes Ziel zu erreichen. So viel an der Stelle von mir zum Zusammenspiel aus diesen beiden Denkmustern. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, diese explizit zu haben, aber es ist schön, um beide zu wissen und wann ich mich welchem Denkmuster ja, vor allen Dingen bediene. Damit komme ich zu meiner ersten Schlussfolgerung. Divergentes Denken ist somit die Rückmeldeschleife eines jeden Trainers. Und wenn ihr es schafft, da drin, ja, ich versuche mich da drin Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Seit diesem Jahr übrigens auch mit einem Trainer. Ein Trainer, der mich begleitet. Wir haben da ein spezielles Programm aufgelegt. Das nennt sich Mentorship for Head Coaches. Der mir hilft, im Umgang wiederum mit meinen Athleten das Bestmögliche zu erreichen. Ich glaube, die nächste Folie ist auch, scheint erstmal wieder ein ziemlich allgemeiner Platz zu sein, aber ich denke, das Next Level, was im Training zu erreichen ist, wo ich häufig das Gefühl habe, dass es um Beschäftigung geht oder ist, das Ziel von Training sind spezifische Reize. Und wenn jemand entscheidet, dass Sonntag 4 Stunden Rad gefahren werden, dann ist das okay. Wenn das aber 10-mal hintereinander der Fall ist, dann würde aus meiner Sicht die Frage kommen, wo ist da noch überhaupt ein spezifischer Reiz aufzufinden? Die gleiche Antwort dazu kommt, wenn ich das Ziel von jeder Erholung ist es, dass der Reiz adäquat umgewandelt werden kann. Und das ist wahrscheinlich eins der größten Schwierigkeiten bei uns im Triathlon. Ich mache ein Beispiel aus dem Altersklassensport und ein Beispiel aus dem Pro-Sport. Wenn ich sonntags 4 Stunden Rad fahre, bin ich in meinen Augen nicht in der Lage, am nächsten Morgen 12 Stunden arbeiten zu gehen. Oder eins von beiden leidet. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist es, dass die Erholung leidet. Also ist die große Frage, was ist ein adäquater Reiz, der tatsächlich auch erholt werden kann, der zu einer Höherentwicklung führt, um das Produkt des Trainingsprozesses, nämlich die sportliche Leistung, in den Mittelpunkt unseres Denkens zu stellen. Und nicht den Selbstzweck, Sport zu machen. Ich habe es weiter versucht mit Schlussfolgerungen, was für mich aus diesem Webinar mitgenommen werden kann. Qualität stellt sich immer dort ein, wo sich Eigenart des Trainings und die Eigenart des Trainierenden begegnen. Soll im Endeffekt wirklich dazu aufrufen, sich den Trainierenden so gut anzuschauen, dann in seine Werkzeugkiste oder Qualitätenkiste zurückzuziehen, um dann eine Eigenart für den Trainierenden, eine wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ein einzigartiges Gebilde zu bauen, was für denjenigen, den Trainierenden, nämlich funktioniert. Und die zweite Schlussfolgerung, ob mein Training funktioniert, erfahre ich nicht erst im Wettkampf, ich erfahre es im Gespräch mit Athleten. Auch das ist bewusst provokant formuliert. Ich sehe das natürlich auch an Zahlen, aber jemand, der erst weiß, ob sein Athlet fit ist, wenn er einen erfolgreichen Wettkampf hatte, da ist gehörig was falsch gelaufen. Genau. Damit bin ich inhaltlich zunächst am Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ihr könnt mit den Gedanken was anfangen. Ich bin gleich gespannt auf eure Fragen.
Ich möchte euch noch zwei Dinge vorstellen. Einmal habe ich das Asum-Logo hier mit reinkopiert, da ich seit Beginn des Jahres oder seit letztem Jahr haben wir Kontakt, Teil eines ziemlich coolen Teams sein darf, nämlich um die ringsum die Online-Plattform asum.ch, von dem euch der Tom zunächst begrüßt hat hier in dem Webinar. Das ist sicherlich die Plattform, die sich zurzeit am schnellsten weiterentwickelt da draußen. Asum bietet euch die Möglichkeit, tatsächlich coole Pläne für eure Athleten zu bauen. Asum bietet euch die Möglichkeit, tatsächlich mit einem funktionierenden metabolischen Profil zu arbeiten für jeden Athleten. Das heißt, euer Training wird in Summe individualisierter. Das heißt, ihr könnt eure Werkzeugkisten damit richtig vollstopfen. Und Asum ist das Tool, das euch dabei unterstützt. Im Gegensatz übrigens zu den allermeisten anderen Online-Plattformen, die es dazu gibt, die können das schlichtweg nicht. Und Asum hat die Möglichkeit, auch wirklich Informationen zu transportieren, die die Klasse, die Ausbildung eurer Athleten möglich macht. Das heißt, ihr könnt dort Videos einstellen, ihr könnt dort wirklich saubere Texte formulieren, ihr könnt dort den Athleten das immer wieder in entsprechenden Happen zur Verfügung stellen. Kicker Sports wurde oder ist im Begriff zu starten. Das wird ein sogenanntes Altersklassenprogramm oder ja, grundsätzlich ein Trainingsprogramm, was wir anbieten, ausgehend von mir selbst. Aber ich habe ein super starkes Team um mich herum mit dem Florian Heck, mit der Nina Heck, mit dem Sean Donnelly, dem Sebastian Kienle und der Laura, meiner Frau. Wir bauen gemeinsam daran, dass wir für euch ein Altersklassen- oder ein Trainingsprogramm zur Verfügung stellen. Und das Besondere ist daran, dass wir uns wirklich auch um diese Ausbildung kümmern wollen. Wir werden über Asum euch Pläne zur Verfügung stellen, die ihr beispielsweise herunterladen könnt und dann auch auf Swift fahren, die wirklich auch personalisiert auf euch funktionieren. Wir haben inzwischen schon, ich glaube, gut 100 Videos aufgenommen mit allen möglichen Übungen, um euch eben Anleitung zu schaffen. Und ja, seid gespannt. Es wird verschiedene Angebote geben, die euch ja in eurem Sporttreiben stärken sollen. Könnt ihr gerne mal reinschauen und vielleicht für alle Coaches da draußen ist interessant, wir werden auch in absehbarer Zeit ein Ausbildungsprogramm anbieten zum Kick-Ass-Coach, sodass ihr als Coach selber ja im Prinzip bei uns ins System mit reinrutschen könnt und darauf auf dieser Basis das nutzen könnt, was wir dort schaffen, um eure Pläne selbst anzubieten. Genau, seid gespannt, was da noch kommt. Jetzt bin ich auf der Ankündigungsseite der nächsten Webinare. Die könnt ihr euch selber oder habt ihr wahrscheinlich bereits gesehen und offen für Fragen. Ich versuche einfach mal eine Frage nach der anderen zu beantworten. Sollten sich Leute jetzt schon ausklicken, danke ich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und genau, wünsche euch einen schönen Abend. An dieser Stelle, die Frage danach, wie es ist, als Coach eine Beziehung mit seinen Hauptathleten zu haben, das ist natürlich nicht immer einfach und das führt zu Spannungen. Wir versuchen das so gut wir können auseinanderzuhalten. Ich glaube aber, genau dieses Spannungsverhältnis ist gleichzeitig aber auch eine riesengroße Stärke. Nämlich die Nähe, die wir haben, macht uns ja, im wahrsten Sinne des Wortes unschlagbar. Wie siehst du die Schlussfolgerung der letzten Folie bei sogenannten Trainingsweltmeistern? Das finde ich zum Beispiel ist ein super spannendes Phänomen der Trainingsweltmeister. Ich glaube grundsätzlich, dass wir da überlegen müssen, woher kommt es, dass man seine beste Leistung im Training bringt? Und da musst du dich tatsächlich wirklich auf eine tiefe Suche begeben. Das heißt, die Schwierigkeit im Sport besteht ja darin, an einem vorgegebenen Zeitpunkt eine bestmögliche Leistung zu erbringen. Und das fällt vielen Leuten sehr, sehr schwer. Und die Heranführung an den Wettkampf ist in den meisten Fällen ein unglaublicher Stress für fast jeden. Selbst Leute, die gestanden in ihrem Beruf sind, können in einem Wettkampf nochmal ein ganz anderes Level an
ja, Wahrnehmung von sich erfahren und auch sich neu kennenlernen. Und ich glaube, dass es für den Trainingsweltmeister ganz, ganz viele verschiedene Dinge gibt. Es kann eine Ermüdung aus dem Training sein. Es kann aber auch sein, dass es, ja, doch, also ich glaube, die allerwichtigste Diagnose von mir wäre, dass vermutlich kontinuierlich entweder im GA2 oder zu hoch grundsätzlich zu intensiv trainiert wurde. Oder man muss eben wirklich genau hinschauen, wo diese Trainingsleistungen entstanden sind und wie, um dann diesem Phänomen ja, zu Leibe zu rücken. Wo würdest du das eigene Körpergefühl, das ein Athlet entwickeln sollte, einsortieren und kann man mit der heutigen Werkzeugkiste tatsächlich jahrelange Erfahrung verkürzen? Ja, davon bin ich überzeugt, dass du jahrelange Erfahrung extrem verkürzen kannst, weil es darum geht, immer dann, wenn du in eine Interaktion mit Personen trittst, tatsächlich einmal in dieses Sortieren kommst und in der zweiten in eine Ordnungsvorstellung. Und derjenige wächst an dieser Rückmeldung und die jahrelange Erfahrung. Natürlich kannst du dir alles über Trial and Error anarbeiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es bestehendes Wissen gibt, was in den seltensten Fällen abgerufen wird. Und es ist auch immer für denjenigen unbequem, sich damit auseinandersetzen zu müssen, dass er beispielsweise ja, bei manchen Sachen noch nicht so gut ist oder sich verbessern muss. Und das ist genauso anstrengend wie vielleicht eine harte EB-Einheit. Aber das ist tatsächlich das, was im Kern Athleten wirklich besser macht. Wie oft würdest du eine Leistungsdiagnostik für einen Athleten empfehlen? Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Grundsätzlich glaube ich, dass es extrem wichtig ist, zu wissen, wo man unterwegs ist. So, das heißt, ich würde immer versuchen, neuralgische Punkte im Kalenderjahr auszudeuten, an denen ich mir ein Foto schieße von dem, was ich dort mache. Das kann ein Trainingsbeginn sein für das Jahr. Das kann aber auch ganz klar zum Beispiel die Überprüfung eines Funktionierens, eines Grundlagenblocks sein. Ich glaube, das ist wirklich das Spannende. Wann? Also ich plane einen 8-wöchigen Grundlagenblock, lasse den durchlaufen und habe ich tatsächlich hinterher die Information oder ist es mir gelungen, hinterher tatsächlich die Grundlage zu verbessern oder bin ich mit dem Grundlagentraining vielleicht sogar in der VO2 besser geworden? Aber darauf Antworten zu finden, die sind ultra individuell. Und das kann ich auch sagen, daraus aus der Arbeit mit Training und Diagnostics in Zürich, dass ich da sehr, sehr spannende Informationen daraus bekommen habe, wie zum Beispiel VO2-Training auf den einen oder auf den anderen Athleten wirkt. Und natürlich kenne ich die Studien dazu, aber ich bin immer wieder beeindruckt, wie das Zusammenspiel bei den einzelnen Athleten unterschiedlich ist. Das heißt, dieses Kennenlernen eines Athletens ist extrem wichtig. Und mein Kennenlernen, ich kann es denen eben nicht an den Augen, an der Nase oder wo auch immer ablesen, sondern ich brauche tatsächlich objektive Zahlen. Ziemlich cool ist es, dass mein Vorgänger hier in den Webinaren, weil der Sebastian Weber, der gesprochen hat, die haben mit dem Power Performance Decoder zum Beispiel etwas geschaffen, das Leistungsdiagnostiken nicht ersetzen kann, aber additiv genutzt werden kann. Das heißt, die Dichte der Leistungsdiagnostiken muss weit nicht so hoch gesetzt sein. Also ich halte dann damit es für möglich, dass ihr zum Beispiel eine Zwischenüberprüfung fahrt, wenn ihr einen entsprechenden Block gemacht habt. Worüber wird Neues zu den Kick-Ass Sports kommuniziert? Das wird vor allen Dingen auf der Website Kick-Ass Sports, die demnächst gelauncht wird, kommuniziert. Im zweiten wird es einen YouTube-Kanal geben zu Kick-Ass Sports und es gibt bereits einen Kick-Ass Sports Instagram-Channel, auf dem wir euch jetzt nach und nach unsere Truppe vorstellen und dann, sobald wir ready to go sind, auch alle Produkte von uns. Entschuldigung, ich habe gerade noch eine Sache vergessen, und zwar, es gibt von Kick-Ass Sports einen Newsletter, genauso wie von Azum, und in diesen Newslettern halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Die Frage, ob es Sinn macht, in der Off-Season eine Leistungsdiagnostik zu machen, ich würde die Frage gerne soweit beantworten, dass es Sinn macht, am Ende der Off-Season eine Leistungsdiagnostik zu machen, um wirklich dann neu entwickeln zu können und Schritt für Schritt
ja, einen sauberen Aufbau zu machen und um im kommenden Jahr quasi die nächste Stufe der Leiter im Sport zu erklimmen. Was, glaube ich, eine coole Chance ist, da auch eine sportmedizinische Untersuchung dran zu koppeln, zu der ein Herzecho gehört, zu der ein vollständiges Blutbild gehört. Das heißt, ihr solltet euch da am liebsten in eine sportmedizinische Praxis begeben, um das wirklich seriös zu machen. Und wenn die wirklich gut aufgestellt sind, dann bieten die euch dazu auch eine wirkliche Laktatleistungsdiagnostik oder eine Spirometrie mit an. Und dann habt ihr beides in einem und ein Teil davon übernimmt die Krankenkasse. Würdest du immer Spezialisten wie Wolfgang beim Laufen hinzuziehen? Antwort ist, es kommt darauf an. Der Wolfgang ist leider aus unserem Team ausgeschieden. Da ist es so, dass ich mir zum Beispiel die Ausbildung der Athleten im Laufen absolut selbst zutraue und dass ich da keinerlei Schwierigkeiten habe. Ich glaube eher, dass wir Experten dort dazuziehen müssen, wenn es um absolute Fachfragen geht, beispielsweise, ich nenne mal Einlagen, es geht um Aerodynamik, es geht um Bikefitting, da habe ich, glaube ich, ein funktionierendes Netzwerk für meine Gruppe aufgebaut, an dem wir euch übrigens auch bei Kicker Sports beteiligen oder teilhaben lassen wollen und werden, sodass ihr unsere Kontakte auch mitnutzen könnt. Ja, in dem Sinne würde ich da tatsächlich einfach wirklich die Drähte nutzen, die dafür relevant sind. Und ganz wichtig ist, dass immer, wenn wir im divergenten Denken sind, das heißt, ich brauche immer einen offenen Kanal nach außen, das heißt, einen Seismograph, der mir sagt, oh, da ist was unterwegs, was vielleicht für mich wirklich spannend sein kann. Neuestes Thema, mit dem ich mich in dem Winter sehr viel beschäftigt habe, ist eben die EMG-Hosen, mit denen wir zum Beispiel Potenzial messen und schauen, wie weit Muskulatur funktioniert, ob die Innervation der Muskulatur noch so weit gegeben ist. Klassisches Beispiel ist die American Position Sattelstütze, die Schritt für Schritt dazu führt, dass ihr im Quadrizeps und Gluteus und so weiter, vor allen Dingen in den Gluteen und der rückwärtigen Kette, Schwierigkeiten mit der Ansteuerung habt. Und um Muskeln wieder zurückzukriegen, ist halt ein exzentrisches Training da zum Beispiel extrem wichtig und hilfreich. Und da habe ich mich weitergebildet, um da vorwärts zu kommen. Arbeitest du lieber mit kritischen Athleten, die relativ viel deine Einheiten hinterfragen oder auch selbst mit Trainingswissenschaften beschäftigt sind, oder arbeitest du oder sagst du, Athlet sollte Athlet sein und nicht auch noch den Kopf des Trainers zerbrechen? Ich habe alle Varianten in meiner Truppe dabei. Ich diskutiere gerne. Ich habe, tatsächlich, mir ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich kann im Grundsatz zu jeder Einheit erklären, warum ich diese Einheit für wichtig halte. Und wenn der Athlet sich dem dann anschließen kann oder ich mich auch natürlich Athletenmeinung anschließe, dann ist das sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass aus einem Athleten, der sich selbst sehr, sehr gut wahrnimmt, und da kann ich ganz vorneweg Laura und Sebastian beide beschreiben, die alles andere als unmündig sind, sondern sich wirklich aktiv in diesen Prozess mit einbringen und dass wir gemeinsam damit die Qualitätsstufe erreichen, die wir erreichen. Die Frage nach der Ernährung, ob ich die Nutrition-Zügel etwas lockere in der Off-Season. Die Frage ist, ob sich jemand überhaupt in der Ernährung als Triathlet wirklich geißeln muss. Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern es geht vielmehr darum, ein smartes Wissen über Ernährung aufzubauen. Dann wird auch eine gesunde Ernährung sehr, sehr, sehr gut schmecken. Sie wird euch die Power geben, die ihr braucht. Und ich glaube, das größte Thema ist es sicherlich für Athleten, einen guten Umgang mit Zucker zu finden, und den braucht ihr definitiv, um Power zu haben im Training. Und es gibt Phasen, in denen der vielleicht nicht ganz so angebracht ist, aber ich habe da zum Beispiel keine Probleme mit. Das Tool, das ich gerade für die Muskeldefizite erwähnt habe, das sind die sogenannten
EMG-Hosen von, jetzt muss ich überlegen, die kommen aus Finnland. Ich kann das gerne noch hier reinschreiben. Das ist eine sehr innovative Firma, die das, die Applikation auch Schritt für Schritt für den Rücken baut. Jetzt fällt mir leider gerade der Name nicht ein. Ich kann gleich nachschauen. Mir wird es gerade zugeflüstert aus dem Off. Der Name ist Myontech von der Firma, die mir dankenswerterweise da auch cooles Material mich damit versorgt. Vielen Dank, dass das dort gerade geschrieben wurde. Danke, Thomas. Da kam die Frage, da kein Wettkampf mehr stattfindet, ob man einen weiteren intensiven Block haben sollte. Das ist tatsächlich wieder so eine Frage, die sich nur im Gesamtkontext zu beantworten lässt. Meine Frage wäre, warum machst du überhaupt einen lockeren Block vielleicht darauf? Und zwar, ich glaube, dass es tatsächlich für die allermeisten Leute die große Schwierigkeit ist, wirklich mit Intensitäten umzugehen. Und Intensitäten sauber zu regenerieren. Wenn du Intensitäten planst, dann plan bitte auch in dem Fall ganz klar die Entlastung der Leute damit dran, um damit ein Stück weiterzukommen. Welcher Leistungsfortschritt ist deiner Meinung nach in einem Jahr nachhaltig möglich, ohne die Substanz anzugreifen? Das ist eine sehr gute Frage, und ich glaube, die ist absolut individuell zu beantworten. Ich würde in dem Fall behaupten, es kommt wie immer darauf an, und es kommt darauf an, von welchem Niveau jemand losgeht. Das ist zum Beispiel jetzt ein Sebastian Kienle oder eine Laura, die auf einem extrem hohen Niveau sind. Wenn die 1, 2 oder 3% zulegen, ist es extrem viel. Wenn jemand unfit startet und nur 2% zulegt, dann ist es extrem wenig. Von daher, du siehst, wie schwierig diese Frage zu beantworten ist. Aber du kannst natürlich über die Spirometrie oder auch über die Laktatdiagnostik ins Insight sehr sauber herausfinden, wie viel du deinen Athleten bei der Belastung abverlangst. Und da kannst du zum Beispiel auch im ASUM sehr gut kalkulieren, wie viel Energie jemand aufnehmen muss, um das zu kompensieren, was du ihm an Training aufschreibst und in welchen Intensitätsbereichen das geschehen ist. Und vor allen Dingen das im Monitoring im Blick zu behalten. Und wenn du das drauf hast, dann kannst du dich da ans Maximum begeben, vorausgesetzt, derjenige kann das wiederum regenerieren. Und das wird eben sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Wenn jemand einen langweiligen 40-Stunden-Job hat oder nur eine halbe Stelle, dann kann da richtig, richtig Fortschritt sein. Wenn jemand aber 60 Stunden im Job richtig eingebunden ist, dann musst du gucken, dass du überhaupt mit dem Training denjenigen dahin runterbringst, dass er einen sauberen Reiz annehmen kann, ohne dass du ihn Schritt für Schritt vor die Wand fährst. Die Frage nach dem GA2-Training. Das ist schön, dass sie gestellt wird. Danke, Petra. Wie würdest du mit Athleten umgehen, die zwar schneller werden wollen, aber trotzdem nicht von ihrem GA2-Stiefel abrücken wollen, weil sie dann gemäß ihrer Aussage nicht das Gefühl haben, ausgelastet zu sein, wenn sie sich im GA1-Bereich bewegen? Also, dazu, glaube ich, gibt es einige Antworten. Und zwar Punkt 1, wer sauber im GA1-Bereich trainiert, wird sich im GA1 weiterentwickeln. Wer im GA2 trainiert permanent, entwickelt sich nicht weiter. Das heißt, wenn ihr es schafft, die Leute wirklich runterzubremsen, das funktioniert übrigens mit Rollentraining extrem gut. Ich kann da berichten, dass Athleten auch schon zu mir gekommen sind, die eine ventilatorische Schwelle 1 von deutlich unter 130 Watt hatten, und sich dann schrittweise nach vorne entwickelt haben. Dieser GA2-Bug, das ist tatsächlich auch das Thema Trainingsweltmeister, der zum Beispiel zielsicher schon auf jeder Mitteldistanz wahrscheinlich gegen die Wand fährt oder explodiert. Den würde ich tatsächlich wirklich versuchen zu überzeugen, dort runterzukommen. Und wenn du entsprechende Einheiten strukturierst, die ihn aber auch fordern, beispielsweise mit einer richtig harten VO2-Session in der Woche, die du langsam einführst, aber dann Schritt für Schritt wirklich so weit aufbaust, dass er ausgelastet ist, dann kannst du jede GA1-Einheit beispielsweise mit alaktazierten Sprints, zum Beispiel
3 bis 6 Sekunden Sprint mit Abgang 5 bis 10 Minuten, kannst du das Ganze garnieren, sodass diese Einheit durchaus ihre Wirkung hat. Und du kannst natürlich auch Ziele formulieren, weil ich glaube, dass viele Leute, die mit diesem GA2-Training gefangen sind, beispielsweise überhaupt keine Sprintleistung mehr bringen können. Und dass du zum Beispiel über eine bessere Muskelinnervation auch Schritt für Schritt so jemanden wieder aufbauen kannst von 650 Watt Sprintleistung auf durchaus 1200 Watt. Und damit schaffst du andere Reize, andere Ziele und du kannst als Trainer diese Ziele definieren. Und da bist du wieder mit deiner Werkzeugkiste gefragt. Die Frage nach der Off-Season oder Post-Season oder Matt Dixon mit seiner Post-Season, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Und zwar ist immer die Frage, was das Ziel davon ist. Bei Top-Athleten ist ganz klar das Ziel davon, Form zu verlieren und wirklich dem Körper Zeit zu geben, durchzuatmen. Und nicht nur Körper, sondern auch dem Geist. Dazu kommt aber auch, dass Leute wie eine Laura beispielsweise einen sehr, sehr hohen Bewegungsdrang einfach haben und Sport lieben schlichtweg. Und es gehört zu ihrem Alltag und zu ihrem Wohlbefinden. Deswegen ist, glaube ich, ein Sportverbot nicht der Weg, mit dem man gehen kann, wenn man auf so jemanden trifft. Wenn jemand allerdings sich wirklich in der Nähe des Übertrainings befindet, könnte es sein, dass es wirklich sinnvoll ist, das zu machen. Für mich bedeutet Offseason im Prinzip eine geplante Ruhe, um dann einen Neuaufbau zu machen. Aber es spricht auch überhaupt nichts dagegen, sich da drin genussvoll zu bewegen. Und ich glaube, wenn man es schafft, das genussvoll zu machen, wenn man daran Freude hat, und den Wattmesser zu Hause lassen, den Pulsmesser zu Hause zu lassen und wirklich das Ganze entspannt anzugehen, dann kann das Ganze funktionieren. Welche Ausbildung bzw. Lizenz würdest du als vertrauenswürdig im Trainerbereich einschätzen und bei wem würdest du eine Leistungsdiagnostik machen lassen? Das ist eine spannende Frage. Fangen wir erstmal damit an, welche Lizenz ich als Trainer für sinnvoll halte. Ich habe lange gesucht, deswegen musste ich mir ein eigenes Mentorship mit einem Trainer zusammenbauen, um mit den Sachen in Kontakt zu kommen, die mich wirklich interessieren. Das heißt, ich kann tatsächlich für die bisherigen Strukturen, die da draußen existieren, in unserem Verband nicht werben. Was, glaube ich, wirklich interessant ist, ist es, sich mit moderner Sportwissenschaft auseinanderzusetzen und dort tatsächlich zu schauen, welche Dinge als Zusammenhänge funktionieren, was aktuell diskutiert wird und sich mit Vorträgen auf dem Laufenden zu halten, zu schauen, wenn jemand eine Offenheit hat bei Beispielen, wie Athleten vorwärts gekommen sind. Und wenn ihr euch anschaut, es sind inzwischen aus Deutschland einen ganzen Haufen wirklich guter Trainer unterwegs, die gute Arbeit machen, die im Prinzip sich an der internationalen Sportwissenschaft orientieren und da einfach kein Dogma zu lassen, sondern die Werkzeugkiste so groß wie möglich machen. Das heißt, meiner Meinung nach kann von einem Bachelorstudium bis hin zu einer internationalen Ausbildung, die man irgendwo bekommen kann, in Australien gibt es da einige coole Sachen, auch in Nordamerika, einfach Informationen sammeln. Und das, was ihr sonst von Verbänden bekommt, könnt ihr euch ratzfatz in 1, 2 Büchern anlesen. Dann zur Leistungsdiagnostik. Ich glaube, wichtig ist, dass wenn ihr eine Leistungsdiagnostik macht, ich glaube, wirklich empfehlen kann ich von mir aus nur die Institute, mit denen ich auch zusammenarbeite. Das ist in Heidelberg der Falco Frese und in Zürich sind das die Jungs von Training and Diagnostics. Plus die Sachen, die wir eben selber machen. Schaut drauf, dass ihr eine klare Anleitung dafür bekommt, wie ihr die Diagnostik durchzuführen habt, dass ihr ein Protokoll habt, wie vorher die Ernährung stattzufinden hat, dass ihr eine saubere Auswertung von der Spirometrie bekommt, dass ihr ein Protokoll habt, das zu eurer Leistungsfähigkeit passt. Viele fangen im Protokoll schlichtweg zu hoch an. Wenn ihr saubere ventilatorische Schwellen haben wollt, dann muss das Protokoll dementsprechend gestrickt sein, um auch die richtige Antwort auf die Fragestellung zu haben. Und da kann man meiner Meinung nach fast nicht zu niedrig anfangen, bei dem, was meine Wahrnehmung davon ist. Und dann muss das Protokoll eben entsprechend Progression an den Tag legen, und um dann eben auch noch eine Ausbelastung zu haben. In unter 21 Minuten habt ihr eine valide VO2, glaube ich.
Die Frage, ob ich in der Lage bin, eine Spirometrie so auszuwerten, dass ich daraus eine Wettkampfernährung stricken kann, dazu kann ich ganz klar sagen, macht tatsächlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, in der Spirometrie einen Pacing-Test zu machen, dann kommt ihr, glaube ich, wirklich sehr, 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 sehr weit damit. Also im Endeffekt in den Race-Sweet-Spot rein und dann 4 bis 6 Minuten Stufen à 10 Watt und dann wirklich ringsrum schauen und dann kommt ihr schon zu sehr validen Ergebnissen, mit denen ihr arbeiten könnt. Natürlich kann man es nicht 1:1 rechnen, denn macht es in einem Training zum Beispiel noch auszuprobieren, wie viel Kohlenhydrate ich tatsächlich umsetzen kann. Und dann kommt ihr ja, mit eurer Ernährungsstrategie, glaube ich, schon sehr weit. Baust du in Trainingspläne HIIT-Einheiten ein, beziehungsweise was hältst du davon, wenig Zeit, hohe Intensität? Ich glaube, wenig Zeit, hohe Intensität ist richtig schwierig. Beispiel kann ich an mir selber machen. Wenn ich wenig Zeit habe und dann auch noch richtig hart draufhaue, dann schaffe ich es sicherlich, mich ins Nirvana zu befördern. Grundsätzlich viel Zeit und hohe Intensität ist noch viel cooler, weil ihr dann die Chance habt, das eben zu regenerieren. Die andere Sache ist sicherlich etwas, was relativ schnell enden wird. Die Frage ist eher in dem Fall, wie viel GA muss denn tatsächlich sein und wie kann ich Einheiten so gestalten, dass sie on point passen. Nochmals die Frage. Die Frage zu den Kick-Ass-Ausbildungen. Nein, die Kick-Ass-Ausbildungen gibt es derzeit noch nicht. Sie sind nicht verifiziert, sie sind nicht autorisiert oder irgendetwas bisher. Wir planen das bisher gerade nur als Möglichkeit und das habe ich hier gerade bei den Coaches in den Raum gestellt. Unsere Website wird das zu gegebenem Zeitpunkt mit bringen. Aber wir werden mit Sicherheit ein schönes Zertifikat basteln für die Menschen, die daran teilhaben möchten. Weiß nicht, wo der Unterschied ist, ob das ein Verband ist oder ob wir das machen. Wie gehst du mit Athleten oder gerade mit Athletinnen um, die keine Trainingspause machen wollen, weil sie Angst haben, sonst zuzunehmen und dadurch auch langsam zu werden? Punkt 1. Vielleicht könnt ihr die auf die Videos von Laura hinweisen. Punkt 2, ich glaube, dass gerade diejenigen, die in der Lage sind, also ich glaube, dass diejenigen gar nicht schnell sind, die so daherkommen, weil sie überhaupt nie wirklich regeneriert sind. Das ist die erste These. Ich glaube eher, dass du mit denen so arbeiten musst, dass du so etwas schaffst, wie ein Vertrauen zu schaffen. Und dann darüber zu sprechen, warum es sinnvoll ist, eine Pause zu machen und in einem zweiten Schritt Pläne für die Zukunft zu machen, die das ergänzen. Das Spannende ist eigentlich, dass dann auch wirklich eine Höherentwicklung möglich ist. Und das geht immer über Vertrauen und über einen Gelenk. Also Beispiel, ich mache nochmal das Beispiel mit der Wärmebildkamera. Die Wärmebildkamera setze ich nicht ein, weil sie so präzise ist, sondern die Wärmebildkamera setze ich ein, wenn ich wirklich etwas problematisieren möchte. Beispielsweise eine Dysbalance beim Laufen und ich sehe, dass zum Beispiel der rechte Gastrocnemius Außenseite massiv viel wärmer wird als eine andere. Und dann kann man wahrscheinlich besser ja, mehr Vertrauen dafür wecken, um ein sauberes Krafttraining dafür zu machen, um die Beinachsen stabiler zu kriegen. Oder. Und das Gleiche wäre, glaube ich, bei den Mädels der Fall, wo du dahin gehen musst, wirklich dafür Verständnis zu erwecken. Wie funktioniert der weibliche Zyklus? Wie können sie sich mit dem Zyklus zusammen weiterentwickeln und das wirklich als Waffe für sich einsetzen und nicht als Schwäche? Wie kann es gelingen, wirklich jemanden im ruhigen Training zu halten? Welche Alternativtrainingsmöglichkeiten hast du? Die Leute können ja auch durchaus sich bewegen, aber exzessives Ausdauertraining ist einfach schlichtweg tabu. Die Woche sollte 3 bis 4, also gehen wir mal von 3 Ruhetagen, wenn du das sauber hinbekommst, aus. Kannst ja auch verschiedene andere Ziele setzen, wenn das für die Personen wichtig ist und der Sport ihnen in dem Fall im Leben Halt gibt. Wie hältst du die Motivation deiner Athleten ohne Wettkampf in dieser Zeit hoch? Wir gehen ganz klar in Richtung Ausbildung. Wir schauen uns an, welche Defizite haben wir.
ich habe eine ganz klare Vorstellung, in welche Richtung sich unser Sport in den nächsten 1, 2, 3 oder 4, 5 Jahren entwickelt. Dann gibt es 100 Beispiele dazu, wenn ihr jetzt Rennen anschaut, wie in Karlsbad im Weltcup oder das WM-Rennen in Hamburg, dann könnt ihr sozusagen in die Zukunft der Mittel- und Langdistanz schauen. Und es gibt immer mehr Rennen, die auch auf dem Rad dominant gefahren werden. Gruppen, die durchkommen, das heißt, es werden immer mehr gut trainierte Radfahrer dort rauskommen. Athleten, die einen hohen metabolischen Flex an den Tag legen. Und das heißt, wenn ich als Langdistanzler darin weiter bestehen muss, muss ich mich auf eine solche Entwicklung einstellen, dass das alles dynamischer wird. Und damit spreche ich mit meinen Athleten und setze Ziele. Und es wäre genauso gelogen, wenn uns nicht jeden Tag aufs Neue die Mundwinkel runterfallen oder der Unterkiefer runterfällt, wenn dann das nächste Rennen in Luxemburg wegen Blaualgen abgesagt wird. Und man hätte doch wunderbar einen Duathlon machen können, wenn es nicht an Corona liegt. Das, ja, die Enttäuschung oder Ernüchterung ist da auch bei uns auf jeden Fall vorhanden. Aber wir lassen uns den Spaß am Sport nicht nehmen. Wie lange planst du mindestens Regeneration oder Ruhe beim Athleten, der sich im Übertraining befindet? Gute Frage. Bis er wieder raus ist, bis er tatsächlich erholt ist. Das ist, glaube ich, auch wieder eine ganz spannende Frage. Ich glaube, wie weit kann der wirklich erholen? Wie weit er muss im Endeffekt es schaffen, Erholung zuzulassen, bis der Körper wirklich durchsacken kann. Und das ist ja nicht messbar. Ich glaube, du kannst natürlich versuchen, über ein Omega-Wave zu kommen oder eine gute HRV-Messung, wobei das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, beides vereint, um zu checken, wo er unterwegs ist und dann ja, ruhig wieder ranzukommen. Vielleicht ist auch Krafttraining eine Alternative, um da ein bisschen ranzukommen. Genau. In dem Sinne sind wir, glaube ich, bei 19 Uhr. Ich hoffe, ich habe die meisten Fragen beantwortet und ich danke ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch einen schönen Abend und ja.